Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Overcooked. Wir sind jetzt bei Welt 6 und ja, das ist die letzte Welt, wenn ich mich nicht irre. Und so wie ich mich erinnere, wie schlimm die fünfte Welt jetzt war und wie sich das exponentiell gesteigert hat in allen Welten, wird das jetzt sehr drastisch. Okay. Also ich rechne damit, dass diese Session richtig stressig wird für mich. Und ich weiß nicht mal, ob drei Parts reichen werden. Es kann sein, dass jede Folge, jedes Level ein Part braucht, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich bin ja bis jetzt ganz smooth durchgekommen. Mal sehen, ob es weiterhin klappt. Aber jetzt gehen wir einfach mal ins erste Level rein. Schauen, was wir machen. Kuchen, okay. Wir müssen wieder Mehl und Eier mit Honig. Okay, never mind. Also Mehl und Eier und dann noch was dazu. Und das, was dazu kommt, muss man schnibbeln. Es kommt in den Mixer und dann kommt es in den Ofen. Easy. Okay. Jetzt, wie ging das hier? Okay, ich schaue mich erstmal gemütlich um. Also, wir haben hier Mehl. Das Mehl muss ganz runter. Da kann man nicht drüber werfen. Da kann man werfen, rein theoretisch. Wenn man hier wirft, dann landet es definitiv so ziemlich immer da drin. Weil man nur so weit werfen kann, dass es... wenn man sprintet, kriegt man es vielleicht noch. Aber dann muss der genauso weit. Es gab irgendwie... ich erinnere mich dran... Oh Gott, der wird auch noch eingesperrt. Ja, geil. Okay, das ist heftig. Ich erinnere mich dran, dass man, wenn es schnell gehen muss, das schon darüber fahren kann. Kann man die irgendwie wechseln? Ich dachte, da wäre es, wenn man die Richtung von den Dingern wechselt, aber... Was soll das bringen? Jetzt Moment mal. Ah, shit. So ja gar nichts. Jetzt habe ich mich komplett blockiert. Okay, warte. Ich nehme aber irgendwas. Ich lasse das hier mal hier. Und dann gehe ich darüber. Und dann kann ich es holen. Das lohnt sich absolut nicht. Nee. Also ein Charakter bleibt... wo bleibt ein Charakter? Ich habe gerade noch keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich muss einfach mal drauf losspielen. Es ist so lang her. Ich erinnere mich leider nicht. Aber so schwer kann es ja nicht gewesen sein, oder? Immerhin habe ich ja alle auf 5 Sterne. Wir machen einfach drauf los und gucken, was passiert. Okay. Also, ich werf einfach mal das Stuff da... Okay, wie es immer laggt, wenn er stirbt. Ich weiß, ich muss nicht laden. Ich habe am Anfang unendlich viel Zeit. Aber ich will trotzdem ungefähr so spielen, wie als hätte ich nicht unendlich viel Zeit. Okay. Also, der in der Mitte muss zudem dauerhaft eigentlich schnippeln. Also es gibt noch immer irgendwas dazu. Mehl und Eier alleine reichen nicht, aber die braucht man immer. Und die müssen immer auch mit in den Mixer. Also Mehl, Eier, dann Honig. So, jetzt bei Honig ist der Punkt, den kann ich dem in der Mitte so geben. Und noch mehr Honig. Und dann als nächstes wieder Honig. Aber der in der Mitte kann es nicht zurückgeben, ist das Problem. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein... Das war dumm! Moment. Moment, Moment, Moment. Okay. Hier haben wir das Problem. Ich habe das Falsche mitgenommen. Das ist das Problem. Das wollte ich sagen. Okay, nochmal. Oh je. Also, wie weit geht denn das? Okay, das... Wir brauchen auf jeden Fall den Feuerlöscher relativ oft, damit wir überhaupt da rankommen, wo wir ran wollen. Ist die jetzt die Frage, soll ich nur eine Sache gleichzeitig zubereiten? Oder immer gleich zwei? Also am Anfang sowieso zwei, weil... ja, shit. Weil am Anfang sollten wir zwei auf einmal abgeben, damit wir da schneller sind. Okay, das wäre offenbar dumm. So und so. Honig. Karotte ist dumm. Brauchen keinen Karottenkuchen. Und Ei und Ei. So, hier haben wir jetzt wieder das Problem. Na warte, wenn wir beide schnippeln lassen, könnte es funktionieren. Ich frage mich, ob das in der Mitte auch irgendwann Feuer kriegt. Es gibt noch kein nächstes, also weiß ich noch nicht, was wir als nächstes brauchen. Allerdings müssen wir halt hier dauerhaft durch die Gegend sprinten. Und unten ist auch noch die Kochstation. Also ich glaube, es war nicht so schwierig, weil es halt auf Singleplayer recht easy geht. Da muss man einfach nur irgendwie in Bewegung bleiben. Das Problem ist, man hat praktisch auch nie... Seht mal, das ist... Das wird ja dauerhaft... Das wird ja mit reingeworfen. Oh, wow. Wie habe ich das weggekickt? Okay, jetzt machen wir nämlich Folgendes. Wir warten hier mal so. Machen das da rein. Okay, jetzt brauchen wir den Feuerlöscher. Wir haben ja am Anfang noch unendlich viel Zeit. Da müssen wir jetzt... Okay, ich kann das da nicht drauf tun, weil es in der Spiele gelandet ist. Irgendwie. So. Das werfe ich dem da hin. Dann kann der jetzt gleich... Ach, shit. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Oh, nein.
Okay, weißt du was? Lass das mal. Alter! Okay, wir geben das jetzt einfach mal kurz ab. Der Feuerlöscher liegt ja auch noch rum. Wir geben das jetzt ab und dann gucken wir weiter. Einmal. Gucken, dass wir da nicht runtersprinten. Zweimal. Dann brauchen wir eins mit beide, also mit Schokolade und... Oje, oje. So. Zack. Ei. Zack. Ei. Zack. Honig. Du läufst mal hoch. Oje, jetzt geht's schon los. Ja, nimm das doch, Mann. Okay. Du dahin. So, dann brauchen wir Schokolade. Schokolade ist natürlich ganz oben. Da kommen wir auch nicht ran. So, und dann musst du direkt rund... das war jetzt nicht so klug. So. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Halt. Okay. Dann brauchen wir eins mit Honig und Karotte. Wieso gibt es eigentlich keine zwei Feuerlöscher? Das wäre so viel netter. Okay. So, du gehst da rein. Du nimmst Karotte und Honig. Tust beides mal da hoch. Und der Feuerlöscher liegt mitten im Feuer, merke ich gerade. So, bringen wir das da hoch. Aber wir haben nur einen Teller ready. Dann machen wir ihn putzen. Ja, das sollte man gleich instinkt tun. Während wir das nächste schnippeln. So, wir tun jetzt erstmal den Feuerlöscher da weg. So, dann tun wir das abgeben. Dann rennen wir wieder zurück. Dann tun wir das da raus. Das brauchen wir fürs nächste. Dann machen wir hier weiter, dann so. Okay, jetzt brauchen wir nur Honig. Ich hole jetzt erstmal die Schüssel wieder. Komm halt nirgendwo ran. Das war keine Absicht. So. Oh Gott, ich weiß nicht. Also, klar, optimal ist garantiert nicht, was ich hier tue. Ah nee, das machen wir schon. Scheiße, okay, wir brauchen keine Karotte, die können wir vergammeln lassen. Wir kommen hier jetzt wieder nicht ans Mehl. Ich mag das Level nicht. Okay. Okay. Scheiße. Ah, scheiße! Ist das mies, Alter. Ich hab so grad gar keine... Gar keine Ahnung, was ich gerade tue, ehrlich gesagt. Ich arbeite vor mich hin und es funktioniert überhaupt nicht. Ist das... Das ist noch in der Schüssel, oder? Ich habe gar nicht auf den Teller getan. Ups. Okay. So. So. Muss ich mich selber wegrammen, weil ich es total unpraktisch mache. Das ist garantiert nicht die beste Strategie hier. So. Als nächstes tun wir das erstmal... da rein, nehmen das mit. Haben den Feuerlöscher jetzt hier. Ich weiß nicht warum, ist ja vielleicht runtergefallen. Das kann sein. Jetzt brauchen wir... Oh, Mehl ist oben. Ich hab's vergessen. Da, nimm einfach, Alter. Ich muss das Ding da auch zum Ofen tun. Okay, dann das schnippeln, dann das reintun, dann Teller holen, dann hier, dann nehme ich den Feuerlöscher mit hoch. Dann muss ich das Mehl holen. Sonst passiert hier gar nichts. Ja. Dann gebe ich dir das in die Hand. Ich weiß nicht, ob das so praktisch ist. Als nächstes wieder Honig schnibbeln. Scheiße, wir haben keine Schüsse hier. Und du stehst gleich im Feuer. Halt! Oh, shit! 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 Ah, das mit den Schüssen nervt wie Sau, dass die in den Ofen müssen am Arsch der Welt. Das ist garantiert nicht die beste Strategie. Aber ich weiß nicht, warum. Ist das Essen gleich abgelaufen, oder was? Mehl. Ich brauche... Oh... Schnell! War schneller! Okay. Also es reicht bestimmt jetzt für die Sterne, aber optimal war das nicht. Also das kann man viel besser machen. Naja. Naja. Kann man nichts ändern. Aber wenn man noch eine Mahlzeit mehr gebraucht hätte, dann hätte ich's mit ein bisschen mehr Strategie geschafft, aber ich glaube, es reicht auch so. Ja, reicht. Okay. Dann lassen wir es einfach dabei, weil ich weiß nicht, wie man das am besten macht. Wirklich, mir fällt da nichts Besseres ein, als durch die Gegend zu sprinten wie ein Psychopath. Fällt mir wirklich nichts Besseres ein gerade. Okay. Zweites Level ist im Weltall. Das erste war auf dem Luftballon. War es überhaupt? Ja, es war ein Luftballon. Das hätte ich nicht runterfallen können. Wo ist denn hier der Schalter jetzt? Das ist nicht der, ne? Nee. Wo ist hier ein roter Schalter? Wie weit muss ich denn hier fahren? Hier ist ein Schalter im Nirgendwo suchen. Hä, ist der da hinten? Nee, der führt auch nach oben. Okay, aber wo ist... Jetzt fahre ich hier durch die Weltgeschichte. Ich muss einen Schalter suchen. Das habe ich ja auch noch nicht geschafft, da ich den nicht auf den ersten Blick sehe. Da hinten ist er.
Was macht der ganz da hinten? Wie dumm ist das denn? Ah. Meine Fresse. Okay, alles klar. Auf ins Weltall jetzt. Nein. Nein. Okay, nur 280 Punkte, aber nein. Und dieser wird garantiert sich nicht die Welt verändern. Das ist das Level, was ich eigentlich gemeint hatte. Bei 5-6, wo ich so angepisst war. Okay, erstmal ganz langsam. Wir haben am Anfang gar nichts. Ah, okay, das war das, wo verschwindet. Hep. Wie schnell muss ich sein? Schaffe ich das zeitlich? Okay, also es klappt schon mal. Aber jetzt kann ich schon wieder nichts mehr machen. Weil ich jetzt absaufe. Okay. Ansonsten, das muss dann in die Pfanne. Es gibt nichts zum... Ich brauche noch nichts zum Schnippeln. Oh, das ändert sich ja jedes Mal. Das war der Punkt. Okay, es gab... Ich hatte das irgendwie im Timing dann ganz gut drin. Aber jetzt gerade habe ich kein Timing drin, um ehrlich zu sein. So, du musst dann wieder zurück. Erst abgeben, das ist gerade wichtiger. Shit! Und hep! Okay. Oh, der läuft ab. Der läuft ab! Okay, keine Chance. Wir brauchen Schokolade. Die ist rechts. Okay. Oh Mann, das kann ja was werden noch. Okay. Oh, ich habe mich weggeboxt. Und hier Geschicklichkeit. Schaffe ich das vielleicht beides rüber zu jonglieren? Hep. Ja, schaffe ich. Okay, schnibbeln. Das da. Oh, wir haben keinen Teller. Wir haben hier drüben keinen Teller. Die sind da oben und rechts. Oh Gott, die sind überall, aber nicht da, wo ich bin. Okay, dann brauchen wir hier noch Mehl. Okay, jetzt ist wieder das Einfachste. Da kann man kurz drüber sprinten. Das Problem ist, ich spiele mit Tastatur. Da ist manchmal ein bisschen schwierig zu werfen. Oh, sorry. Okay, das riskieren wir jetzt mal nicht, mit dem Teller hier rumzurennen. Das kommt da rein. Dann als nächstes brauchen wir eins mit Honig. Oh, oh Gott. Heieiei. Okay. Ja, Honig hätte ich vielleicht zuerst... Scheiße! Das war nicht geplant. Wir haben wieder keinen Teller. Es steht wieder hier hinten. Kann ich so weit werfen? Nope! Sehr gut. Bravo. Einmal. Geh schnibbeln. Okay, jetzt müssen wir uns auch beeilen. Das war, glaube ich, ein Fehler. Kann ich hochwerfen? Okay, ich konnte mich nicht selber retten, aber ich konnte es hochwerfen. Ich habe immer noch keinen Teller für die Pfanne, für die Pfanne hier. Für den Pfannkuchen, der in der Pfanne ist. Den muss ich jetzt holen. Ich hätte eigentlich die Pfanne mitnehmen können, das wäre klüger gewesen. Scheiße. Ja, vor allem, wenn ich sowas mache. Okay, machen wir es andersrum. Außer, wenn ich jetzt ein Problem habe, respawnt der Teller an der falschen Stelle. Hallo? Bist du da rein? Bist du überhaupt fertig? Hä? Das... Okay, erklärt mir mal jemand, was das ist. Warum... Ach, das muss in den Ofen! Ja, for fuck's sake! Es gibt auch noch einen Ofen! Okay, ich mach das nochmal. Scheiße, ey. Was für ein bescheuertes Level jetzt schon. Alles klar, nochmal. Nochmal. Aber diesmal ein bisschen smoother vielleicht. So. Ja, das war schon mal nicht smooth. Einmal. Zweimal. Das war nicht, was ich wollte. Und der säuft ab. Okay. Egal, aktuell brauchen wir den noch nicht. Unbedingt. An der Stelle können sie eh nur warten. Jetzt kann er wieder lossprinten. Ich riskiere jetzt mein Leben. Oh, wow. Das hat besser funktioniert, als ich dachte. So. Ei rein. Wir holen jetzt erstmal einen Teller. Der ist... Na, wir holen den Teller oben. Ah, nee. Das ist dumm. Okay, wir holen... Wir holen Mehl und Ei. Und springen ins Wasser. Bisschen schwimmen ist auch gut. Kann man auch mal machen. So. Einmal normale Pfannkuchen. Ah. Dann muss der mir gleich ein Ei rüberwerfen. Und zwar schnell. Das wird wahrscheinlich nicht rechtzeitig was. Hm, jetzt läuft doch noch ab. Okay, wie gesagt, da hätte ich jetzt eigentlich die Pfanne mitnehmen können.
Habe ich aber nicht. Oh, da muss noch Schokolade. Oh Gott. Come on. Die muss man auch noch schnippeln. Ah. Okay, schnippel mal gleich. Schaffe ich das noch? Ja. Als nächstes brauchen wir Honig. Der ist oben. Geh ins Wasser, geh schwimmen. Spawnst du auf der einen Seite. Da brauchen wir dich eher. Aber er hätte das Ei schon mal holen können. Naja, okay. Egal, dann holst du jetzt den Honig, damit man ihn gleich schneiden kann. So. Und das wird ein... Ah, das wird auch ein Pfannkuchen. Okay, Glut. Glut. Ja, Glut. Und das war's auch hier schon wieder. Fuck. Jetzt geht das Ding schon wieder runter. Ah, ich hasse dieses Level, Mann. Ich muss bald die Teller holen, denke ich. Also die schmutzigen. Zack. Okay, scheiße gelaufen. Ah, so weit kann ich nicht werfen. Hier muss ich jonglieren an der Stelle. Und das wird dann tatsächlich ein Kuchen. Oh, shit. Okay. Ach, komm. Wie mies. Ach, Mann. Ich bin an der falschen Stelle. Scheiße. Scheiße, und die Zeit läuft langsam ab. Ah! Okay, gib mir irgendwas Cooleres. Danke. Ah, wäre beinahe ins Wasser gefallen. So, jetzt geben wir das erst ab. Das klappt überhaupt nicht. Vor allem als nächstes kommt auch noch ein Kuchen. Der ist komplizierter ein bisschen. Nein, ich hab's aufgehoben. Warte mal, vielleicht respawnt es dann in Spielbecken. Nee, es respawnt da hinten. Ah, scheiße gelaufen. Was, schon fertig? Okay. Okay, das ist mit Honig und das muss diesmal tatsächlich da rein. 279, ja, das reicht locker noch. Mal sehen, ob wir noch was schaffen. Aber genau ab jetzt wird es halt echt schwieriger. Wir brauchen noch Schokolade und Honig. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Scheiße. Ja, jetzt muss man auch noch schnippeln. Ja gut, Gott sei Dank brauche ich hier nur 280 Punkte oder so. Oh, ich habe den falschen bewegt, der wäre beinahe schwimmen gegangen. Nee, das wird nichts mehr. Das wird absolut nichts mehr. Und dann müssen wir es auch noch da oben reintun. Oh Gott. Nee, nee, du. Lass mal das. Lass mal das. 3 Sekunden da. Nö. Nö. Mag ich nicht. Ich geh schwimmen. So. Aufräumtisch. Okay. Reicht ja locker. Da muss man sich ja nicht mal groß anstrengen. Okay. Na, ich habe meine Maus irgendwann bewegt. Dann sind das jetzt wahrscheinlich noch 4 Level, die wir noch vor uns haben. Außer es kommt noch ein Kevin-Level dazu, das weiß ich gerade nicht. Also jetzt noch nicht. Ich mache hier kurz einen Cut. Und ich habe tatsächlich schon wieder fast 20 Minuten voll gemacht in diesem Part. Deswegen gehen wir in Level 6-3 erst im nächsten Part. Dann war es das erstmal wieder für diesen. Ich kann aber mal kurz gucken. Es sind auf jeden Fall noch 3 Level. Und die Frage ist, ob noch irgendwo eins versteckt ist. Aber ich sehe von hier aus jetzt mal nichts. Ich will jetzt nicht da drüber gehen, sonst sieht man da was. 1, 2, oh oh. 3, 4. Okay, es sind insgesamt noch 5. Also entweder das Finale ist ein eigenes Level oder hier ist noch ein Kevin-Level versteckt. Denn, ja, es sind 1 zu viel. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall so oder so im nächsten Part. Macht's gut und bis dann.